up okay? Yeah. It just seems like we can't catch a break. Hey, come on. Things will turn around. Just have a little faith. Yeah, I wouldn't say faith is my strong suit. Grab it! Ich will eigentlich nicht die Taschenlampe anmachen in dem Wald, aber... Oh. Ja, eingefunden. Gut. Episch, scheiße. Das war weniger episch. Ich habe immer gesehen, dass das ein fucking Bloater war. Holy shit. Da ist eine... Ist das eine Horde oder ist das ein... Ja. Nein, das ist keine Horde, das ist ein... Ein Special... Better get ready. We'll be on them soon if we keep going. Die Frage ist, was für ein Special ist es? Wenn es ein Juggernaut ist, ist das Kacke. Wenn es ein Armored Zombie ist, ist es okay. Nein, das ist eine Horde, eine ganze, oder? Ja, okay. Scheiß auf die Horde. Ach, Jesus. Das ist echt cool, dass sich die Leute, wenn sie ihn für dich packen, dass sie sich dann ducken, okay, wenn du zuschlägst. Habe ich da gerade einen Feral gesehen? Die Ferals sind große Monströse, die euch locker mal in der Mitte auseinanderreißen können. Ich sehe gerade Zombie-Meeting. Hi. Sorry, dass ich hier das Zombie-Treffen so auflösen muss. Jesus! Ja, ich lasse das mal machen. Hey, I appreciate the help. I know it's not easy. I don't know. Maybe. Wenn wir schon mal hier sind. Yeah, let's do it. Food braucht wirklich niemand. I mean, it doesn't suck. Energy drinks. Remove penalty to your maximum stamina. Das ist mehr als cool. Wann ist die Storage Area fertig? Ugh, das dauert noch ewig. Okay. Ja, lassen wir das Essen mal hier liegen. Es ist in der übelsten Einöde. Wird schon gut gehen. Okay, I think we're done here. You did good. I know things are looking pretty bleak right now, but just try to remember that everybody is here for you. Thank you. Ah, everybody is here for you. We got sets at 9 o'clock. Okay, wir müssen nach Hause. Bonk. Gut, jetzt wenn wir einen Endstring haben, können wir damit ja diesen Malus, den wir bekommen haben, wieder loswerden. Das heißt, wir können wieder zurück auf Maximum Stamina. Das heißt, vielleicht bleiben wir doch ein bisschen bei dem Typen. Je nachdem, ich weiß nicht, ich würde den anderen auch gerne ausprobieren, aber er hat halt nicht den coolen Industrial Range. Und ich mag den Industrial Range schon ziemlich. Hallo. Oh, okay, der Industrial Range wird langsam kaputt. Gut, das hat meine Entscheidung beschleunigt. Wir werden den Industrial Range abgeben, damit er repariert wird. Und Charakter wechseln, weil ohne Range kein Charakter. Er sollte eigentlich unser Basic Workshop, ich hoffe, dass er das repariert. Er sollte es eigentlich tun. Okay, das heißt, das Morale Issue ist fertig. So, dann legen wir mal diese epische Brush Gun weg. Legen wir mal das weg, legen wir mal das weg. Und noch ein 10er Stack von dem. Und dann wechseln wir mal. Wieso bist du sick? Sick ist nicht okay. Aber egal. Was hast du? Du hast eine Rusty Pipe. Ich weiß nicht, ich habe mich jetzt eigentlich schon so an die Heavy Weapons gewöhnt. Vielleicht sollten wir bei den Heavies bleiben. Na, nehmen wir den Pipe Wrench. Der gute alte Pipe Wrench. Oder eine Lead Pipe? Nehmen wir mal eine Pipe Wrench. Dann schauen wir, ob er sie schon darstellen kann. Ja, jetzt kann ich sie darstellen. Hm.
So, du brauchst mal einen Rucksack, du hast leider nur einen kleinen. Und dann vermutlich eine normale Pistole. Schaut es denn aus mit Munition? 44er, 9mm. Wir haben eigentlich viel 22er. Ich meine, das ist eine schwache Waffe, aber... Headshots sind Headshots. Dann nehmen wir noch einen von denen, unseren ersten Homemade Suppressor. Gut, wir können eigentlich noch ein bisschen mehr machen von denen, oder? Ja. Ja, also nicht. Okay. Perfekt. Dann, du bist equipped, dann attachen wir mal den. Das bedeutet, die nächsten 30 Schuss, die wir abgeben, sind gesilenced. Gut, was gibt's hier? Eine Infestation, die niemand interessiert. Ein Z-Hunt. Ein Vehicle. Ein Stranger in Trouble. Okay, wir machen es der Reihe nach. Fangen wir mit dem Z-Hunt an. Wie gesagt, die armen Sets sind eigentlich kein Problem. Wow, hi, da hat jemand gerade Schützendienst. Das ist cool, also tatsächlich die Leute beziehen Position auf den Türmen oder in der Infirmary. Das heißt, you've been pushing yourself like crazy. Der Typ hat gar nichts gemacht. Ja, wir hätten den Energy Drink mitnehmen sollen. Naja, egal. Oh, Neighbors discovered. Hi. Cool. Für die kann man dann sicher auch immer mal wieder Missionen machen. Okay. Ja, die Trade Opportunity machen wir dann. Noch eine Infestation brauchen wir jetzt mal nicht clearen. Crap, ich habe mich aufgepasst, wenn ich angefangen habe aufzunehmen. Naja. Ihr seht, die beiden Häuser hier sind noch immer cleared quasi. Ich weiß nicht, wie lange das anhält. Vermutlich die Nacht bzw. den Tag, an dem man es macht. Das könnte ich mir gut vorstellen. Na, fuck. Oh shit. Ah ja, stimmt, das Auto ist schon hart im Arsch. Damn it, das habe ich komplett vergessen. Ich dachte, das ist okay, medium im Arsch, aber es ist hart im Arsch und ich fahre voll an meinem Ziel vorbei. Da renne ich mal um. Fuck! Okay. Wechseln wir mal auf dieses wunderschöne Taxi. Und so, wenn es geht, bevor die Horde kommt. Ja, wäre das eine Sache? Okay. Ja, das war die Abzeugung, die wir fett verpasst haben. Ups. Survey Points, ja, die sind alles super, aber jetzt im Moment gerade nicht. Fuck me. Wir sind draußen am Land, wieso sind hier so viele fucking Horden? Seriously? Oh, das war ziemlich knapp, glaube ich. Das ist ein Feral. Und ein bisschen Glück können wir den überfahren. Dammit. Nice. Ja. Ist ein bisschen schwer, die zu überfahren, wenn sie sich auf vier Beinen quasi fortbewegen. Auf Armen und Beinen. Deswegen ist es ein bisschen schwer, sie zu treffen, muss öfters die Tür einsetzen. Okay, apropos Tür, wir sollten ein bisschen mehr Türkills machen, damit wir diesen einen Charakter freischalten. Bonk. Oh, du bist ein Armored Zed. Okay, okay. Passt. Ich habe schon gedacht, dass du nicht beim ersten Mal stirbst. Und außerdem habe ich mich gewundert, was der große Blob auf der Karte ist. Weil wenn es nämlich ein Juggernaut oder so gewesen wäre, dann hätte das ein Problem werden können. Ja, fuck off. Kannst du anders mal müde sein, vielleicht wenn du nämlich nicht drauf gehst. Danke für müde sein. Okay, Jesus. Die sind ja schon mal 20.000 Zombies, bevor wir die Mission überhaupt beginnen. Was soll denn der Scheiß? Hilf mir! Ach.
Damn it. Puh. Anger Management. Ja, ich habe jetzt echt keine Zeit für den Scheiß. Da, komm. Mach andere Leute hin. Nein. Amy Winston. Der Typ hat echt keine Stamina. Holy shit. Oh fuck, oh fuck. Ah, du sollst killen, nicht blöd rumeiern. Jesus. Nicht jetzt, Harry. Jetzt mal ganz ruhig hier. Jetzt werden wir dieses Haus hier auseinandernehmen, weil ich brauche Zeug, um mich zu heilen und ich brauche es für meine Stamina. Sonst machen wir hier gar nichts. So damn tired. Wie viele fucking Zombies sind noch in diesem Haus? Jesus! Es ist ja mehr als in der Infestation. Okay. Amy, du kannst warten. Oh ja, natürlich. Natürlich. Ja. Food, food, food braucht niemand. Ah, oh, ein Hockeystick. Wieso nicht? Okay, mal to scene, das werden wir gleich einwerfen. Wenn es so irgendwas wie Coffee oder Energy Drinks gibt, das wäre auch cool, um die Stamina zurückzukriegen. Also nicht nur zurückzukriegen, sondern auch das Maximum Stamina wieder zu erhöhen. Ja, oder nicht. Oder einfach fucking nicht. Okay, machen wir hier mal zu. Dann gehen wir wohl hier rauf. Aha. Holy shit, ist hier viel zum Ausräumen. Sorry Amy, du wirst nur ein bisschen warten müssen. Hm, Flares. Wieso nicht? Haben wir glaube ich noch gar keine. Wir haben ein paar Firecracker. Das sind so Sachen, die man einsetzen kann, um die Zombies irgendwo hinzulocken. Aber Flares sind eigentlich ganz nützlich, vor allem für die Nacht. Nichts. Was haben wir hier? Golf Club. Nehmen wir mal die Firebomb. Seriously? Ach Gott im Himmel. Okay, hier gibt es irgendwie noch zwei Räume, die ich nicht gefunden habe. Ah ja. Okay. Better do one more sweep. Make sure everything's clear. Und jetzt weiß ich, obwohl ich in jedem Raum war, dass es irgendwo noch einen Zombie gibt. Aber wahrscheinlich ist er im unteren Stockwerk. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, ich höre noch den Stiegen, ja. Aspirin. Ja, nehmen wir die Firecracker auch. Gut, dann werden wir schon wissen, dass hier ein Zombie rumgurkt. Hauen wir mal möglichst schnell ab. Zu ihr. Und warten auf die Zombies. Okay, da ist Nummer 1, aber ich habe noch ein paar andere Blimps gesehen. Ja, oh, da ist einer. Oh. Ja, wir haben nichts gefunden. Keine Snacks, kein Kaffee, gar nichts. Da ist ein bisschen geschissen.
Aber egal, wir haben noch nur einen einzelnen Zed, also es sollte eigentlich gehen. Wir werden, glaube ich, aber trotzdem relativ schnell wieder auf Industrial Range Riesenguy wechseln. Confirmed. We are Zed free. Pardon. Amy? Zum Teufel bist du? Madame? Jesus! Ich hole hier einfach immer mehr Zombies. Ich will nur die Scheißmission anfangen. Amy, ich sehe nicht, wo du stehst. Seriously? What the fuck? Das ganze Dickicht macht es nicht gerade viel besser. So damn tired. Toll, wir sind schon auf der Hälfte von unserer Stamina. Amy! Du Arsch! Hier ist keine Tür, die ich übersehe, oder? Nein, hier ist nichts. What the fuck? Ah, da steht sie. Jesus. Ich sehe dich, Amy. We need to make things safer around here. Kein Wunder, dass du noch am Leben bist. Das ist das beste Versteck, das ich in diesem Spiel je gesehen habe. Okay, Arme und Zombies, wie gesagt, sind kein Problem. Wenn man eine Nahkampfwaffe hat. Man hört es an den... man hört sagen, dass es nicht so einen fleischigen Klatscher gibt, weil ich die ganze Zeit auf seinen Armeehelm eindresch. Ja, natürlich haben wir das. Okay. Wir haben hier nichts gestoraged, oder? Nein. Okay, also können wir eigentlich das Taxi nehmen. Ja, ich weiß, du darfst jetzt nach Hause, das ist wirklich... Du bist schrecklich, du bist ein schrecklicher Charakter. Ah, fuck, ich dachte, da kommen wir runter. Okay, diese Nacht ist einfach nur absolut zach. Ach, ach! Es wird Zeit für den Ranch-Guy. So, und jetzt müssen wir nur noch dieses Taxi zu Hause bringen. Möglichst ohne es komplett zu schrotten. Da ist noch ein Feral. Okay, so viel zu, ohne es zu... Was? Bitch is dead. Damn it. So damn tired. Wirklich, Amy? Wirklich? Ach. Gut. Okay, I'll run this home. Roger that. Aber wir können ihren Rucksack mitnehmen. Toll, jetzt habe ich mein Auto dafür geschrottet, dass du gestorben bist. Das war aber keiner von uns, oder? Population 4. Oh ja, das war einer von uns. Wow. Wow, wow, wow. Damn it! Okay. Fuck it. Dieses Auto ist sowieso schon zu scheißen. Fahren einfach querfeld ein. Ignorieren alle Zombie-Horden. Ups. Ich glaube, wir werden umsteigen. Ich glaube, wir suchen kurz ein anderes. Was war das? Jesus. Da steht ein Auto. Ja. Ja, ich weiß, du, ich sehe es, du hast gar keine Stamina mehr. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Das ist erstaunlich flott unterwegs. Damit! Zu flott. Ganz ruhig.
Wir haben noch immer nur eine Werkstatt ohne Upgrades. Das heißt, es wird nicht viel passieren, wenn es ums Reparieren geht. Ich glaube, es wird gar nichts sogar passieren mit dem Basic Workshop, wenn es ums Reparieren geht. Okay. So, und hier haben wir den Rucksack von Amy mit. Das wird uns ein bisschen Moral bringen und alles Zeug, was sie dabei hatte, was vermutlich nichts sein wird. So. Gut, dann werden wir das noch los. Legen wir davon wieder einen Stash rein. Ich nehme immer mehr Munition mit den aktiven Leuten mit. Und für die Zukunft nimmst du dir das mit. Und eins von denen. Okay. Tja, der Typ ist tired. Aber es ist vermutlich noch immer besser als der Trottel. So, du brauchst noch eine Waffe. Und dann werden wir vermutlich diese Trade Opportunity als nächstes machen. Oder? Naja, wir sollten uns das eigentlich auch holen. Denke ich, es gibt viel zu machen. Aber es wird auch wieder Tag, das ist auf jeden Fall mal ein Vorteil. Hier sehen wir jetzt, der Ranch wurde inzwischen sogar repariert. Weil einer davon war beschädigt. Okay. Also, was haben wir hier? Ja, das interessiert mich eigentlich nicht. Aber du interessierst mich. Come on, let's clear this place out. Ja, das machen wir als nächstes. Aber nicht jetzt, sondern... Oh, warte, was willst du? Let's clear these bastards out. You coming? Oh, die beiden zusammen, oder was? Oder sind das zwei Missionen wirklich? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Nee, schaut nicht so aus. Cycle Missions? Okay, ja. Ist nur eine. Eine Infestation mit zwei Leuten, so wie vorher. Okay, das machen wir das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, Leute.